Herzlich willkommen zurück beim Let's Play Creeping Shadows von darugi.de. Ich bin Ogi und hier bei mir habe ich Mich, Darion, mal wieder. ganz genau. Wenn ihr euch noch erinnern könnt, wir waren bei Oma Wahl und haben ihr geholfen, ihr kleines Kittykätzchen zurückzukriegen und festgestellt, dass sie ganz schön Haare auf den Zähnen haben kann. Gut, jetzt die nächste Quest ist, dass wir zur der Fischerei Hayward gehen sollen. Ich würde mal sagen, machen wir uns direkt auf den Weg, oder? Ja klar, warum nicht? Sag mal, ist das bei mir eine Anzeige? Ah, okay. Nee, fast. Du lagst bei mir irgendwie noch eine ganze Zeit lang im Bett, faule Sau. Ja, es... Hallo, ich bin müde. Ach. Das darf ich nicht mal müde sein. Wir laufen einfach weiter. Ich bin in Verstohlenheit. Ich nicht. Warum bist du eigentlich schneller? Mann. Wir sind meinem Weil ich toll Taschendiebstahl. bin. Wir sind meinem Taschendiebstahl entkommen. Ey, rückwärts Salto ins Wasser. Warte mal kurz eine Sekunde, das leckt gerade irgendwie extrem. Ich stelle mal gerade die Grafik ein bisschen runter. So. Na? Komm schon. Okay, passt. Hoffe ich mal. Wir sehen hier Sebastian Hayward gerade ein Schiff reparieren, während ein paar andere Gilneaner, nee, Gilnea, so heißt es, glaube ich, Ja. sich gegen die Verlassenen verteidigen. So, jetzt kann es weitergehen. Nach den technischen Störungen auch wieder da. Wie ihr seht, wir sind hier bei Sebastian Hayward, also bei der Fischerei Hayward. Und der repariert gerade eins seiner Fischerboote, während seine Brüder, Vettern, wer auch immer, die Schiffe gegen die Verlassenen verteidigen. Und da haben sie uns natürlich gebeten, einerseits uns um die Verlassenen zu kümmern und andererseits ein paar Ersatzteile für das Bötchen zu besorgen. Ja, und wie ich sehe, du warst schon fleißig. Du hast nämlich schon vorgearbeitet und hast drei mehr als ich. Ja, ich dachte, du hättest die Quest bereits angenommen. Ja, leider nicht. Technik wollte nicht. Lass ihn doch in Ruhe. Wir müssen sowieso noch viele töten und Sachen sammeln. Dann bringt's doch nichts, alle zu töten, die wir Kannst du irgendwo mal kurz sehen. helfen? Meine Aktionsleisten sind irgendwie gerade weg. Ja, ich helfe dir. Also, heute ist echt der Wurm dran. Gut, dass wir noch nicht so viele Fähigkeiten haben wie auf 85. Aber wenn ich jetzt meine 30, 40 Tasten hier neu belegen müsste, das würde dauern. Du musst dir da vorne noch den Kohlenteer schnappen. Ja, Sekunde. Jetzt habe ich auch alle. Mist, jetzt hast du das Holz. Tja. Wer nicht kommt zur rechten Zeit. Draußen liegt noch einer für dich. Okay. Den Werkzeugkasten hast du gelootet, oder? Ja. Okay, den konnte ich auch looten. Ist doch schön. Ah, jetzt ist das Holz auch wieder da. Immer diese Nachbeben. Das gesamte Bild am Schütteln. Bei dir, bei mir nicht mehr. Oh, juhu, eine Tasche. Übrigens, liebe Zuhörer und Zuschauer, falls es euch aufgefallen ist, während der Darion seine Probleme hatte, sind wir bereits Level abgegangen. Können also gleich, sobald wir wieder in Dämmerhaven sind, beim Schurkenlehrer Hinterhalt erlernen. Endlich.
Kommst du? Ah, da bist du. Ich habe dich gerade mit, nein, das sage ich jetzt nicht, mit wem ich dich verwechselt habe. Teilen sich Sprint und die finsteren Pfade eigentlich dieselbe Abklingzeit? Ich glaube nicht. Super. Obwohl, das wäre ja ganz schön Bin mir unverfügbar. aber nicht sicher. Also stell dir das doch mal im PvP vor. Da hättest du ja zweimal Sprint hintereinander. Aber dann könntest du deine Ratzenfähigkeit nicht im geringsten verwenden. Auch wieder wahr. Na stimmt. Zum Beispiel Goblin Mages haben jetzt auch den Vorteil, die haben einmal Blinzeln und noch den Raketengürtel, mit dem sie sich weiterschießen können. Ganz genau. Nicht, dass Mages sowieso schon sch zu schlecht wären im PvP. Och, ich krieg sie tot, deswegen finde ich es nicht allzu schlimm. Yay, Na, ein klasse. Team. Ja, jetzt werden wir hier einfach weggebracht, ohne dass wir Hinterhalt lernen konnten. Ist natürlich alles deine Schuld, falls jemand fragt. Ja, sowieso. Aber hey, wer kann schon behaupten, auf Level 8 einen Mount zu haben? Na, Worgen sind da eh ein bisschen benachteiligt. Sie kriegen ja kein richtiges eigenes Mount. Sie kriegen lediglich zwei weitere Füße. Nicht ganz, sie laufen auf ihren Händen. Ja, Hände, Füße sind doch eh alles Pfoten. Fast. Pranken. Tatzen. Na egal. Da vorne ist Königin Mia Graumähne, bei der wir jetzt unsere nächste Quest machen werden. Erfolg, 50 Quests abgeschlossen. Mann, haben wir schon viel geschafft während dieses Let's Plays. Ja, enorm. Ja, enorm. Ein Turm. Welchen den vielen meinst du? Den, in den wir gerade reingehen. Ganz schön luftig. Mir fehlen so die Türen. Ich glaube, hier möchte ich nicht runterfallen. Geht gar nicht, oder? Das teste ich mal. Versuch's ruhig aus. Nee, geht nicht. Ich bleib leider Schade. hängen. Ja, WoW hat die Kindersicherung eingebaut. Sag mal, ist das da unten? Ich wusste gar nicht, dass die Verlassenen bei ihrem Angriff auf Gneas auch von den Luftschiffen unterstützt werden. Ich auch nicht. Das sieht aus wie die Orgrims Hammer, oder? Ziemlich. Ist die nicht irgendwo abgestürzt oder ist das hier zeitlich auch wieder eine andere Stelle? Naja, gut, die Orgrims Hammer wurde auf jeden Fall in der Eisgrund-Zitadelle von den Allianzlern abgeschossen, wobei, wenn du als Hodler gespielt hast, dann natürlich andersrum. Deswegen, so recht kann's, glaube ich, niemand sagen. Bist du schon hier oben und wird gefaced, oder? Ja, Ah. ich habe mir bereits diese Sequenz angucken dürfen. Also. Ja, da bin ich jetzt gerade. Und jetzt dürfen wir wieder runter. Ja, Sekunde. Erstsequenz. Leider habe ich den Ton deaktiviert. Da ist kein Ton. Also irgendwie seltsam. So ganz ohne Ton, oder Nee, was? diese seltsamen Bildschwenke, die da drin sind. Du guckst ja gerade durch das Fernrohr. Ja, aber so ein massives Ding, das bewegt sich doch nicht so schnell. Ach, wenn du mal deine Stats anguckst, du hast 29 Stärke, das muss was heißen. Was soll ich eigentlich mit Stärke? Ich möchte lieber die ganze Beweglichkeit umändern. Wo ist das Umschmieden für die Naja. normalen Attribute, wenn man es mal braucht? Ach, pappelapapp. Ja, aber immerhin schon Gegenstand Stufe 3. Wie dir vielleicht aufgefallen ist, wir befinden uns hier im Schloss von Gen Graumähne. Das bedeutet, du brauchst nicht schleichen, hier sind keine Gegner.
Ich bin Schurke, ich schleiche aus Prinzip. Außerdem? Nee, noch ist man ja gar nicht schneller. Eben, noch haben wir ja keine Skillpunkte verteilen können. Ja, das fehlt irgendwo. Yay, eine Kutsche. Man muss sogar selbst fahren, oder? Wie sieht das aus? Nein. Doch, klar. Der eigene Char hält die Zügel. Ach, das meinst du? Also Ja, die aber du nicht musst nicht selber vorhandenen. steuern. Nee, das trauen sie einem neuen Spieler nicht zu. Aber neue Spieler. Oder Allianzlern. Aber neue Spieler dürfen jetzt neuerdings wenigstens bis Level 20 ungehindert spielen. Also die haben Ja, die finde ich. überarbeiteten Classic-Gebiete, also die jetzigen Kataklysmen quasi, kostenlos und auch die BC-Sachen sind alle mit drin. Finde ich auch gar nicht mal schlecht. Nee, ich finde die Sache super. Gerade für neue Spieler, die mal reingucken wollen und dann innerhalb von 10 Tagen vielleicht nicht so die Zeit haben, gerade wenn sie berufstätig sind. Schon eine tolle Sache. Hätte ich gerne auch gehabt. Hätte ich nicht auf dem Privatserver spielen müssen. Wobei die ganzen Bugs schon interessant waren. So gerade im Blutelfen-Startgebiet, fünfmal den Kernhund-Boss aus Molten Core nebeneinander stehen Mein zu haben. Gott. Wir werden da von Ogre-Wegelagerern mit Steinen beworfen. Oh, hier ist wieder Prinz Liam Graumähne. Mich erinnerst, das war der nackige Typ. Ja, ich erinnere mich. Er kann sich doch mal Kleidung leisten. Schade. Aber der Anzug oder Frack oder was auch immer, den er da anhat, ist doch auch ganz nett. Joa. Immer nicht Sollen so lila. Unfallüberlebende retten? Ja. Mir wird auf der Karte nichts angezeigt. Das heißt, wir dürfen uns mal selber auf die Suche machen. Aus dem Hagelwaldmoor. Und du läufst ja gerade nicht ins Moor. Nein. Das ist so richtig oldschool-mäßig. Man muss selbst suchen, wo die Questgegner sind. Ist ja Ja, unglaublich. und sie glitzern wahrscheinlich noch nicht mal. Ah, das werden wir feststellen. Und wenn sie glitzern, dann sind es Vampire. Ach so. Ah. Wir sollen Krokolisken töten, die die Überlebenden angreifen. Ja, wenn wir jetzt Hinterhalt hätten, dann wären die schneller tot. One hit. Alles deine Schuld. Ja, immer doch. Hast du zufällig auf die Uhr geguckt? Nein. Schade. Ich auch nicht. Ich das Rechte, du das Linke. Naja. Das ist auch ein bisschen schwierig, gerade durch die ganzen Unterbrechungen so abzuschätzen. Aber ich glaube fast, wir sind jetzt auch bald dem Ende angelangt. Ja, gucken wir einfach nach, haben wir einfach den nächsten Schnitt und Schnitt. So, ein bisschen haben wir ja noch. Die Quest dürfen Genau. wir auf jeden Fall schaffen. Na, da wir nur noch einen Unfallüberlebenden retten müssen, gar kein Problem. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Wir dürfen zurück zu Liam. Ja, man merkt schon, du hast deinen neuen, du hast jemanden neuen gefunden, den du bestalken kannst. Wie heißen die Menschen eigentlich dann? Bestalkte? Stalking-Opfer. Ah, das klingt so negativ. Es ist doch auch was Negatives. Naja, also wenn du Scott Pilgrim gesehen hast, ne, das ist nicht unbedingt was Negatives. Ja, okay. Scott Pilgrim ist echt cool. Ja, ich glaube, wir sollten lieber nicht darüber anfangen, jetzt zu philosophieren. Ja. Das würde echt zu lange dauern. Ja, eindeutig. Vor allen Dingen, da jetzt die Zeit sowieso schon abgelaufen ist und wir dann besser mal einen Schnitt machen. Ich verlasse dir wieder Okay. das letzte Wort. Yay, ich darf was sagen. Wir sehen uns nächste Woche an dieser Stelle. Macht's gut.